Hey Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr so eine Set-Block-Farm bauen könnt. Und wenn euch für solche Sachen interessiert, wie Minecraft, Command-Blöcke und noch viel mehr, dann abonniere gerne meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleibt dran! So, und hier sind wir nun. Und zwar heute erstmal zum Kommentar des Tages. Und zwar der Hashtag, der Liker, der 319. Liker. Ich gucke zum ersten Mal dich. Aber cool, dass du wie Gaming Guides bist. Vielen Dank, aber schau ich etwa aus wie ein Schleim? Ein Slime? Scheiße. Aber Dankeschön für dein Kompliment. Und wenn ihr auch erwähnt werden wollt oder gegrüßt werden wollt, dann schreibt mir einen Kommentar mit eurer Like-Zahl hinter dem Hashtag und dann seid ihr vielleicht die Nächsten. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, was haben wir hier von bezauberndes Ding? Also das hier unten braucht ihr nicht beachten, das war Testversuch Nummer 1. Genau. Das war der zweite Versuch. Da hat mir ein gewisser Mensch namens Daylight Shadow auch ein bisschen mitgeholfen. Was heißt ein bisschen, er hat die Maschine hier gebaut am Ende. Da meine Maschine ein bisschen, wie soll ich sagen, Augenzucken verursachte, weil das sind überall Command-Blöcke, habe ich den Daylight zur Hilfe gezogen. So, das macht die Maschine. Und zwar, ihr könnt angeben, mit einem gewissen Zufall, was öfters vorkommt. Stein kommt ganz oft vor, Kohle auch öfters, Eis ein bisschen weniger, Diamanten ganz, ganz selten, Smaragde sehr, sehr selten zum Beispiel. Und das könnte es auch natürlich noch mit einer Tickverzögerung einbauen. So. Dann machen wir erstmal die Maschine aus. Und zwar. Oh, Game Mode 1. Also Leute, jetzt kommt wieder eine Command-Maschine heute. Wie bekommt den Command-Block? / gif at s Command-Block. Also, ne? Dann fangen wir an. Und zwar das Ding hier ist die Maschine. Zuallererst baut ihr einen Rüstungsständer auf. Dieser Helm ist unnötig, braucht ihr nicht. Ein Rüstungsständer nennt es Random. Okay? Dann platzieren wir einen Block, einen Impulsblock. Auf bedingt, alles bla bla bla. Ne? Auf bedingungslos. Impuls benötigt Redstone. Dann Scoreboard, objektives Add, Objective heißt es, glaube ich, Add Random Dummy. Wir stellen jetzt einen Random im Scoreboard. Okay, und dann beginnt es mit der ersten Maschine. Und zwar, das Ding hier ist praktisch dafür zuständig, dass diese Maschine hier läuft. So, wir werden einmal reinschauen. Ich habe es mit dem Hebel halt geklärt. Ihr könnt es auch auf immer aktiv machen. Also immer aktiv, dann ist es immer aktiv. Dann wiederholen. Okay. Die Ticks bleiben auf 0. So, was passiert? / execute at e type ammo stand mit dem Namen T. So, mit dem hier testen wir erstmal, ob über dem ammo stand namens T1 Luft ist. Okay. Und zwar, hier, guck mal, wir haben hier die ammo stands verteilt. Wenn ihr es genau so habt, dann müsst ihr eine 3 angeben. Guck, 1, 2, ah ne, 1, 2, 3. Warum? Weil die 0 auch noch, man zählt die 0 mit. 0, 1, 2, 3. So, also, die heißen alle T1. Oh Mann, ich bin neben der Spur. Okay. Und jetzt wird abgefragt, ob hier drüber ein Block Luft ist. Wenn ja, dann geht's weiter. Guck, jetzt sind wir wieder aktiv. Wenn da Luft ist, dann geht's hier, wird's weitergeschickt. So. Also. Scoreboard Players. Random at E. Dann, Klammer auf, Type ist gleich Armor unterstrich Stand. Also Player Random. Dann Name ist gleich random, random 0 bis 100. So, jetzt bekommt er zufälligen Random reingedrückt, der Typ. Und jetzt gehen wir weiter zu den Commands. So, je mehr Blöcke ihr wollt, wir haben zum Beispiel nur 5 Blöcke, und zwar die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Blöcke haben wir.
deswegen haben wir auch 5 Sachen hier. Im Grunde sind die fast alle gleich, nur ich zeige euch, was anders ist. So. Also wir schauen jetzt in diesen erstmal rein, um das Prinzip euch zu erklären. Im Aktiv, ne? Und dann schauen wir mal rein. Scoreboard, Players, Test at E. Dann fragen wir jetzt bei dem Random ab. Der Random, also der Name Random. Und zwar das ist der hier. Diese Person hat jetzt ein Random, eine Zahl zugeschrieben bekommen. Jetzt fragen wir, hat er ein Random, also hat er eine Zahl zwischen 0 bis 20 bekommen? Und dann wird diese Command-Block-Reihe ausgelöst. Dann wird das hier ausgelöst und dann geht es hier weiter. Scoreboard Players Reset. Ne? Dann wird erstmal der Name resettet, also wird komplett resettet. Er wird erstmal resettet, dass da keine Zahl mehr drin steht. Dass er wieder eine neue Zahl kriegen kann. Dann, also ganz wichtig, Leute, ihr müsst auf bedingt achten, ne? Noch nebenbei. Das vergessen viel anscheinend. Dann execute at E, dann wieder Armor Stand mit dem T1. Und dann hier, schaut zu. Welchen? Also 3 über dem Block, ne? Dann fill, welchen? Und dann Emerald Block, Emerald Ore, 0, replace Luft. So, was haben wir damit gemacht? Wir platzieren praktisch 3 Blöcke über dem Armor Stand, platzieren wir einen Block, und zwar in dem von Emerald, also da, wo wir gerade reingeschaut haben. Und was macht es? Es replaced nur die Luft. Wenn ein Block schon steht, wird es nicht replaced. So. Guck, da war gerade Emerald. Genau. Okay, das ist im Grunde das Prinzip. Also, wir haben jetzt mit 1000, glaube ich, gearbeitet. Mit der Zahl 1000. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Und ja. Also, wenn es so gemacht, guck. Von 0 bis 20 kommt mal ein Emerald bei uns zum Beispiel. Dann, wenn eine Zahl von hier 20, also direkt anhängt, mache ich das, bis 120, also wir haben 100 jetzt mehr gemacht, wir haben einen Raum von 100, von einer Zahl von 100, ne? Dann bekommt er, jetzt gucken wir mal hier oben auch rein, das ist dann wieder ganz normal gleich. Also, dieser Command-Block, also die Reihe hier, die in der Mitte, die ist komplett gleich, okay? Und jetzt schauen wir hier oben, Diamantblock. Guck, ja genau. Execute at E. So, hier ist eigentlich auch alles gleich. Das Einzige, was anders ist, Leute. Und zwar das hier. Da, wo Diamond Ore drin steht, da müsst ihr immer euren Block reinschreiben, was für einen Block ihr haben wollt. Und das hier unten müsst ihr halt ein bisschen mitrechnen. Eine Zahl von 0 bis 20 ist sehr unwahrscheinlich, dass man die kriegt. Bei einer Zahl von 1000. Also guck mal, wir gucken mal hier rein. Hier haben wir so gemacht. Hier haben wir ein Raum von 400, also zwischen 600 und 1000 sind es 400, okay? Also es ist extrem wahrscheinlich, dass man das bekommt, also ein Stone, okay? Schauen wir mal hier rein, jetzt hängen wir direkt hier an die 600 an, bis 300, also haben wir einen Raum von 300. Wir hängen halt direkt an eine Zahl an. Ihr könnt ich glaube bis 10.000 oder 100.000 könnt ihr, glaubt, mit den Zahlen arbeiten. Ja, also ich habe da genug, also wirklich genug Freiraum. Also wir haben jetzt einfach nur mit 1000 hier gearbeitet. So, da bekommt man dann Eisen, guck. Kohle. Jetzt kommt Eisen, guck. Wir hatten gerade 300, jetzt hier von 300 auf 120 hängen wir an. Also, ne, wir werden halt immer kleiner. Okay, und hier haben wir dann schon von 20 bis 120 und dann von 0 bis 120. Ich hoffe, das Prinzip ist klar. Ihr hängt halt immer an, die letzte Zahl praktisch ran und erhöht praktisch die Zahl. Ihr müsst halt ein bisschen damit rechnen und dann passt es eigentlich. Und sonst ist es das eigentlich. Also im Grunde, ja, die in der Mitte bleiben immer gleich. Die hier oben müssen nur die Diamantblöcke, also der, wo das Erz steht, geändert werden, und das war es eigentlich auch schon. Okay? Und dann habt ihr so eine Maschine, und zwar, also wenn man jetzt mal in Gamer geht, weil wir machen das noch so, und zwar, das, was mich aufgefallen ist, und zwar viele von euch haben halt diese Farmen, diese Set-Block-Farmen, und die sind halt öde, weil man bekommt so viele Diamanten und wisst ihr, das finde ich langweilig.
So. Mal im Sekundentakt so. So. Genau. Also. Upsi. Also, jetzt haben wir bei Tix eine Verzögerung reingemacht. Also, und zwar, gehen wir 0. Jetzt kann ich das abbauen. Und so könnt ihr eine Set-Block-Farm bauen, die random mit einem gewissen Zufallsgenerator mäßig euch Erze droppt. So, und das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Und das nächste Eine-Woche-Experiment ist schon in Arbeit. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Teilt es mit euren Freunden, mit euren Verwandten und Cheers.